Sir Nigel Bickleberth. Ja. Unbedingt. Unbedingt. Komm, wir bilden euch mal aus. Erhöht Tempo und Effizienz. Erhöht Zufriedenheit, das brauchen wir nicht. Ja, komm, machen wir so. Da haben wir tatsächlich, haben wir einen, ne? Den leitenden Hausmeister können wir dafür nehmen. Alles klar. Und wir können ein paar Leute ausbilden. Schwester, Schwester, Arzt, Arzt, Arzt. Hausmeister, du. Hausmeister. Also ich hatte irgendwie mehr Hausmeister im Kopf, aber... Naja, gut. Warum nicht? Herzlichen Glückwunsch. Wozu? Was habe ich wieder gewonnen? Wartung im Pausenzimmer erforderlich. I don't know what you mean. Ein Hausmeister wird zur Reparatur des Easy-Scans verlangt. Gut, das wollte ich jetzt nicht. Aber genau in dem Moment hat irgendwas an meinem Arm gerade... Ja, die Geister hier im Haus. Ihr wisst, wie das ist. Ja, dauert ja nicht mehr so lange, dann sind wir schon wieder durch, ne? Aber so die Anfangskrankenhäuser, die sind natürlich auch relativ einfach. Später ist allein das Ausbildungsmanagement Gold wert. Karriereziel erreicht. Und ihr wisst, was das bedeutet? Stufe 3. Deprimator und Herzraser können wir weiter ausbilden. Sehr gut. Guck mal. So schnell haben wir das geschafft. Krankenpfleger zur Apotheke, bitte. So, du kriegst den Kurs Mechanik 2. Und das kann Isaac machen. Zack. Hier wird nur noch ausgebildet. Anders geht das nicht. Annehmen. Heile 10 Patienten. Ja, das sollten wir ja hinkriegen, oder? Was ist ja mit dir schon wieder? Dass hier immer noch welche sind, die kurz vorm Sterben sind, ne? Ja, weißt du, kurz vor Tod, aber muss ich noch einen Snack holen, weißt du? Was ein Vollarsch. Also Leute gibt es wirklich, du, das ist... Oh, Herr Doktor, ich sterbe, aber ich muss mir vorhin noch was zu trinken kaufen. Ja, man möchte ja auch nicht durstig in die Höhle kommen, ne? Mit der Zeit. Ach so? Das wusste ich jetzt nicht.
Apropos Müllräume, heute ist doch Sonntag, ne? Muss ich gleich noch Müll rausbringen. Ach komm. Diese Monobrauen kriegst du doch gar nicht mehr hier. Schon wieder einer kurz vorm Sterben. Aber wenigstens kriegen wir sie hin. Das. Warum haben wir hier schon wieder 6 Leute? Unglaublich. Siehst du, der stört einfach die Fortbildung hier. Aber er könnte sich die Finger desinfizieren. So. Gerne denke ich an die Geburtstage meiner Kindheit zurück. Ja? Damals, als die Welt noch in Sepia getönt war und mich nichts glücklicher machte als ein neuer Holzreifen. Ich erinnere mich noch gut, wie der Geruch von Mutters Karamellpudding durchs Haus zog, während wir Kinder im Salon herumtobten und meine Schwester mal wieder ihre Lieblingsmurmel verschluckte. Lassen Sie uns wissen, welche meiner Kindheitserinnerungen Ihnen am besten gefällt. Keine Ahnung. Ein Hinweis für unsere Patienten. Dies ist ein Arbeitsplatz, kein Abenteuerspielplatz. Genau, damit ihr das endlich mal wisst. Geht doch nicht. Achtung, Rutschgefahr durch Erbrochenes. Nee, das war ein Wurm und den oder sowas und den habe ich abgeschossen. Aber der ist ja schon wieder weg. Ja, die Leistung von dem Gerät können wir jetzt gleich, weil wenn die beiden fertig sind, dann kann das hier alles ausgebaut werden. In der allgemeinen Diagnose wird ein Krankenpfleger benötigt. Sie ist der Mechaniker lernt. So, du kannst den jetzt hier machen. Abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Also ihr seid die einzigen beiden Mechaniker und das allererste, was ihr macht, Blumen gießen. Alles klar. So. Das haben wir. Also Geld haben wir ja. Ich hatte am Anfang ein bisschen Sorge, dass es eng wird mit dem Geld, aber dann plötzlich ging das ja gut ab. Ja, mit den Todesfällen haben wir immer noch ein bisschen Probleme. Wie sieht es denn überhaupt aus? Jumbo Megacorps verdienen ein bisschen mehr Geld. Ansonsten alles klar. Hier sind wir weit vorne. Hier sind wir weit vorne. Hier sind wir weit vorne. Ja. Also wir sind auf dem richtigen Weg. Kann man nicht anders sagen. Wir haben keine Kredite. Wir machen genug Einnahmen. Es geht steil nach oben. Personal, da könnten wir mal gucken. Naja. Diagnosepersonal darf Patienten, deren Diagnosesicherheit den Diagnoseschwellenwert erreicht oder überschreitet, automatisch zur Behandlung schicken, ohne dass die Diagnose erst von einem Allgemeinmediziner bestätigt werden muss. Ja. Ja, das kann man doch mal machen, oder? Dann geht das ja hier viel schneller. Dann brauchen wir auch nicht mehr so viel, weißt du? So, der wird repariert. Wen wollen wir denn nochmal ausbilden? Doch, hier haben wir einige, die frei sind, ne? Der. So.
Ja, wir müssen das, glaube ich, anders machen. Also Allgemeinmedizin 3. Da haben wir nur ihn hier. Und wir haben noch weitere Teilnehmer. Dann haben wir nämlich mördergute Allgemeinmediziner. Der Gesundheitsminister verlässt das Krankenhaus. Wir können mal eben zu einer Entlastung sorgen. Ich habe immer noch Sorgen wegen der einen Mücke. Und immer wenn ich weiß, es ist eine Mücke im Raum, schlecht. So, sehr beeindruckt von meinem Krankenhaus. Das kostet 20.000. Holla. Wir müssten aber doch eigentlich 3 Psychiater haben, ne? Ja. Die sind auch alle irgendwie als Psychiater unterwegs. Stimmt, der hat sich nur in den Blumen versteckt. Und hier ist jetzt auch einer, das heißt, ihr müsst jetzt gut geheilt werden. Dafür fehlt hier jetzt wieder ein Arzt. Naja, gut. Wir machen immer noch etwas Gewinn. Jo. Kein Geld, keine Behandlung. Machen wir gleich. Wir müssen mal eben die Aufwertung hier abwarten. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Ja, das stimmt. Weil jetzt Notfallpatienten reinzuholen, wäre nicht so gut. Ette ist gleich fertig hier. Und die Allgemeinmedizin, da wird jetzt gleich wieder Bedarf angemeldet. Aber dann haben wir wenigstens, wie viel haben wir dann? 5 Kollegen. Mit Allgemeinbildung 3 oder Allgemeinmedizin 3, ne? Diagnostik ist das, ne? Genau, verbessert die allgemeinmedizinische Diagnostikkompetenz in Arztpraxen. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Und sowas von, ne? Ja, wir kommen ja nicht hinterher hier. Unser Gesundheitsminister Tarquin Foxbridge hat heute die Runde durch einige Krankenhäuser gemacht. Man kann nur hoffen, dass der Amtsschimmel in der Lage ist, diese sogenannten staatlichen Dienstleistungen vor dem Kollaps zu bewahren. Ja, sonst stinkt's. So, der ist fertig. Da kann jetzt mal schnell abgearbeitet werden. Bei der Allgemeinmedizin ist klar, dass da fehlt jetzt ein paar Ärzte. Aber wie gesagt, die sind ja auch gleich fertig. Und dann geht das hier wieder ab.